NHL 19 ist da, die neue Eishockey-Simulation aus dem Hause Electronic Arts. Diesmal dürfen die Puckmuckel unter uns auf zugefrorenen Seen herumskaten. Spieler landen in der Nähe der kanadischen Rocky Mountains, also quasi am Geburtsort des schnellsten Mannschaftssports der Welt. Der neue, launig kurzweilige Modus Ones stellt die größte Neuerung im Vergleich zu NHL 18 dar. NHL 19 bietet leider keine Story im FIFA-Format. Hätte es eine Geschichte, wäre es ein Schicksalsdrama auf Köln 50-66-7 Niveau. Das Drehbuch würde von vier arbeitslosen Freunden handeln, die sich nur ein einziges Eishockeytor leisten können. Entsprechend muss sich einer hinstellen und die anderen spielen 1 gegen 1 gegen 1. Klingt komisch, aber genau so läuft Ones Up. Wer in 3 Minuten die meisten Treffer verbucht, gewinnt. Ziel ist es, sich mit Siegen vom Hobbyspieler zum Profi aufzuschwingen. Wir leben in NHL 19 quasi den Traum nordamerikanischer Kinder, die dem sogenannten Pond-Hockey frönen, was vergleichbar mit dem Hinterhof-Street-Basketball ist. Weil es weder Abseits, Zeitstrafen noch einen Schiedsrichter gibt, sind Ones-Partien schöne, schmutzige Quickies. Hier wird gehakt, gecheckt, bis einer heult. Insofern ist der Modus definitiv nichts für Teicheier. Manchmal ist es klug, die zwei Konkurrenten einfach mal machen zu lassen und dann unter dem Motto, wenn zwei sich streiten, zuzuschlagen. Bei einem Doppel-Bodycheck lacht das kleine, gemeine, schwarze Herz. Der neue Pro-Am-Trainingsmodus erinnert an das bereits aus NHL 18 bekannte Threes, geht aber wie Ones in Freiluftarenen in den Hockey Mountains über die Bühne. Die 36 Partien mit und gegen über 200 aktuelle und ehemalige NHL-Legenden sind als Aufpäppel-Modus für Ones gedacht. Unser virtueller Kufenflitzer sammelt Erfahrungspunkte, was Attribute wie Passen, Checken und Beweglichkeit verbessert. Ferner schaltet das Spiel peu à peu 42 Vorteile frei, neudeutsch Perks. Pro-Am ist nicht sehr schwierig und taugt deshalb für unerfahrene Gamepad-Akrobaten. Veteranen langweilen sich wegen der mangelnden Herausforderung schnell. Last not least arbeitet Pro-Am mit einem Belohnungsmodell und kredenzt sogenannte Eishockey-Beutel. In Wahrheit sind es natürlich Eishockey-Taschen, aber mit der Übersetzung waren bekanntlich Google Translate und das Känguru Yps betraut. Beutel hin, Tasche her, in diesem findet sich Kleidung und Ausrüstung. Einige Klamotten sind so kunterbunt schrill hässlich, dass man erblindet. Sie sehen aus, als habe jemand ein Gemälde des Expressionisten Kandinsky verspeist und es sofort wieder durch den Mund ausgeschieden. Piep egal, wenn das grellbunte Trikotspektrum besser ist als episch, und zwar legendär, nimmt der Homo Ludens-Angeber den Verlust des Augenlichts gerne in Kauf. Neben den guten, aber wenigen Innovationen im Spiel hat uns vor allem der Modus Hockey Ultimate Team beschäftigt. Im Positiven wie im Negativen. Den Vogel schießt EA in puncto Mikrotransaktionen ab. Da denkt man schon mal, habt ihr noch alle Blätter am Mammutbaum? Ein großspurig als Ultimate Pack bezeichnetes Kartenpaket kostet im Hut Store beispielsweise 150.000 Spielgeldmünzen oder rund 25 Euro. Wir bekamen während des Tests dafür gerade mal 3 Spieler mit dem Gesamtwert 80 und sonst nur Müll. Sich ein Ultimate Pack zu erspielen dauert durchschnittlich 30 bis 40 Stunden. Wenn ich so viel Geld ausgebe, erwarte ich mir doch zumindest irgendeinen 90er oder sowas. Bitte, nur einen. Silber und gar drittklassige Honks finden sich dieses Jahr übrigens selbst in Goldpäckchen. Bronzeobjekte in Gold-Wundertüten packen? Kann man mal machen. Es ist aber echt unverschämt. Ein 72er Spieler, den kein Schwein braucht. Dann war da noch die Sache mit Wayne Gretzky, den wir nach wenigen Stunden bekamen. In der Redaktion herrschte eine Sportsgaudi und eine Eisbombenstimmung, bis sich herauskristallisierte, dass 11 von 10 der Online-Gegner The Great One ebenfalls schon besitzen. Was für ein Schwachsinn, einen solchen Ausnahmesportler derart inflationär ins Volk zu werfen. We're ready and we hope you're ready, because you're not going to have to wait long to see Alexander Ovechkin. If he stays deformed, the defense at the other end is going to be busy. Optisch hat sich im Vergleich zu NHL 18 wenig getan. Washington's lugging it along in neutral ice. Das neue Animationssystem Real Player Motion, kurz RPM, soll zum Beispiel realistische Kollisionen simulieren. Gemerkt haben wir das aber kaum. Doch genug gemosert, denn NHL 18 hat viele tolle Seiten. Die fernsehreife Präsentation und die Stimmung in den Stadien überzeugen genauso wie die aufgebohrte künstliche Intelligenz, der spielerische Tiefgang und die Tutorials. Vor allem ist der neue NHL-Ableger umfangreicher als die Wilker Herzbuben. Er bietet 14 nordamerikanische und europäische Ligen, darunter die deutsche Eishockeyliga, schweizerische National League und die österreichische Erste Bank Eishockeyliga. Ferner locken 21 Nationalmannschaften und All-Star-Teams für Freundschaftsspiele. Management-Typen starten eine Franchise-Karriere.
Hockey Ultimate Team lässt die Herzen von Trading Card Fans höher schlagen. Ihr Pro spricht Rollenspieler an. DEL-Jünger oder Anhänger anderer Ligen bestreiten mit ihrer Lieblingsmannschaft eine Saison oder Playoff-Runden. Teamplayer rotten sich indes für die EA Sports Hockey League zusammen, während die Champion Hockey League den Europapokal-Wettbewerb simuliert. Draft Champions stillt den kleinen Sammelkartenhunger zwischendurch. Und der 3 gegen 3 Wettbewerb Threes ist wegen der im Spiel einsetzbaren Plüschmaskottchen einfach lustig. Unser Fazit: Die Mikrotransaktionen im HUD-Modus von NHL 19 sind ein Skandal. Dafür bildet das Spiel die Dynamik der schnellsten Mannschaftssport super ab. NHL 19 ist gewissermaßen Puck'n'Roll.